Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus eingeschränkt spielt, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Carsten Meyer, Leiter Statisterie an der Deutschen Oper Berlin. Carsten, bevor wir beide unser Duett beginnen, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern gerne kurz vorstellen. Man darf sagen, dass du schon seit Jahrzehnten diesem Haus innig verbunden bist. Dich hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Zauberflöte verzaubert und so bist du schon als Schüler Statist in diesem Haus gewesen. Das seit 1981, wenn das richtig ist. Das stimmt, ja. Neben der Schule hast du hier die großen Sängerstars und Regisseure erlebt und nach einer Abwägung, ob du Ägyptologie oder Theaterwissenschaft studieren sollst, hast du dich letztlich für die Deutsche Oper Berlin entschieden. Seit 1992 bist du Leiter der Statisterieabteilung und diese Abteilung, die, wie ich inzwischen lernen durfte, aus Professoren, Ärzten, Studenten, Rentnerinnen und Rentnern besteht, wollen wir heute einmal näher beleuchten. Herzlich willkommen, Carsten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir dieses Podcast-Duett wagst. Herzlichen Dank fürs Interesse. Mit diesem Duett schauen wir einmal mehr hinter die Kulissen, um zu entdecken, was sich hinter den vielen Akteuren und Akteurinnen verbirgt, die wir in vielen Opernstücken sehen können. Die sozusagen Aushängestatisten. Oper ist ja die La Bohème, wo Kleinbürger, leichte Mädchen, Akrobaten und Feuerzauberkünstler zu sehen sind. Dafür bist du zuständig, nicht für die Kamele, sondern für die Dromedare. Klär uns auf, was umfasst deine Aufgabe als Leiter der Statisterie? Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich nur für das menschliche Personal zuständig bin, für alle nicht singenden und nicht professionell tanzenden Personen, die auf der Bühne das Bühnenbild oder die Szenerie bereichern. Mit den Kamelen und Dromedaren hat es auf sich, dass also Tiere nicht durch die Statisterie gestellt werden, sondern für Tiere ist in dem Fall tatsächlich bei uns am Haus die Requisite zuständig und macht das auch. Kann man auch sehen daran, dass die Tiere meistens in besserer Erinnerung bleiben, denn viele Leute sagen, die Oper mit dem Kamel habe ich gesehen und wer das dann weiß, weiß, dass dann die Italienerin in Algier war, wo zwei Kamele aufgetreten oder mitgewirkt haben. Und die wenigsten können sich noch an den Titel heute erinnern, um welches Stück es da ging. Ich bin allerdings in der Tat tatsächlich für ein Dromedar zuständig, auch für einen Elefanten und auch ein paar ganz wenige andere Tiere in unserer Kinderproduktion Das Märchen von der Zauberflöte. Da ist es allerdings so, dass die Tiere Kostüme sind, also gerade dieses kleine Dromedar wurde also aufwendig gestaltet, also ganz, ganz putzig, wie ein großes, riesiges Plüschtier. Und da stecken zwei Statisten dann drin. Der eine macht den Kopf und der andere das Hinterteil. Und in dem Fall bin ich dann tatsächlich mal für die Tiere zuständig. Verstehe. Und ansonsten, was umfasst denn deine Aufgabe genau? Wie müssen wir uns vorstellen, wenn Carsten Meyer gebeten wird, die Statisten zu einer Neuinszenierung oder zu einem Repertoirestück zu besetzen? Naja, erstmal geht es darum, natürlich Leute zu finden, die Interesse daran haben, als Statisten bei uns mitzuwirken, die Leute zu rekrutieren oder auch zu suchen, zu finden leider auch, was manchmal sehr viel schwerer ist oder eben sehr schwierig sich gestalten kann, die Leute dann eben auch über die Termine zu informieren, die stattfinden, also über Proben, über Vorstellungen und über Kostümanproben und alles, was damit zusammenhängt. Also dafür zu sorgen, dass für die jeweilige Probe oder die Vorstellung dann die benötigten Statisten vor Ort sind. Also letztendlich ist es eine Aufgabe,
um alles herum, also auch zum Beispiel die Honorierung von Statisten, die Koordination mit anderen Abteilungen, insbesondere natürlich viel mit der Kostümabteilung, mit denen abgesprochen werden muss, wer macht was, wie müssen die Kostüme sein, ja, genau. Oder dass die Anproben funktionieren und jeder letztendlich nachher dann wirklich das Kostüm erhält. Auch. Das heißt, alle Statisten sind bei allen Proben dabei? Naja, das kommt ganz darauf an, welche Aufgaben die Statisten in den Stücken haben. Also mittlerweile ist es so, dass oftmals Statisten schon ab dem ersten Probentag dabei sind. Manchmal sogar, bevor man mit den Solisten anfängt zu probieren, kann das durchaus mal der Fall sein. Aber das hängt eben immer genau davon ab, was an Aufgaben die Statisterie erwartet. Und wie suchst du dann deine Statisten und Statistinnen? Na, das kommt auch immer auf die Anforderungen an, die da sind. Also wir haben natürlich erstmal einen gewissen Stamm. Die Kartei der Statisten umfasst etwa 300 Namen. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, ist nachher ja. aber im Real Life dann doch nicht so viel, weil da sind eben einige Leute dabei, die wirklich wahnsinnig viel Zeit haben, was also auch notwendig ist, dass man zeitlich sehr, sehr flexibel ist. Und aber es sind also eben Männer dabei, es sind Damen dabei, es sind ältere Leute dabei, es sind jüngere Leute dabei, es sind Kinder dabei, es sind Karteileichen dabei und so weiter und so fort. Es gibt eben Leute, die eben vielleicht ein- oder zweimal im Jahr nur noch einen Auftritt haben, weil dann das Stück läuft, in dem sie besetzt sind. Und es gibt Leute, die eigentlich jeden Tag dann hier arbeiten und auf der Bühne und bei den Proben dabei sind. Verstehe. Also die Zahl ist jetzt gar nicht mal so groß, sie reicht in den meisten Fällen aus. Dann gibt es natürlich Bewerbungen, die einfach mal so reinschneien. Dann gibt es auch durchaus Statisten, die sagen, oh, ich habe da einen Bekannten, der hat Lust und Zeit, hier mitzumachen, und bringen denjenigen dann vielleicht mal mit und dann lernt man sich kennen und dann passt das vielleicht. Ja, und bei den Bewerbungen ist es dann halt immer so, viele Leute bewerben sich initiativ einfach, schicken eine Bewerbung hier an die Statisterie und hoffen dann eben irgendwann ein Jobangebot zu bekommen oder den Auftritt zu erhalten und so. Das kommt dann natürlich auf viele Faktoren an, ob die Person, die sich da beworben hat, gerade passt, ob sowas gesucht wird, ob da Positionen frei sind, ob die Flexibilität ausreicht, ob der Typ verlangt wird und so weiter und so fort. Was müssen denn die Herrschaften können, die Damen und Herren, die sich bewerben? Also muss man eine Ausbildung haben, ein bisschen fürs Theater, also eine Vorbildung oder tänzerisch? Oder muss man Würstel braten können, wie für die Bohème oder so? Eigentlich braucht man erstmal gar nichts, aber mit jeder Profession, die wir bekommen, können wir natürlich dann auch umgehen. Also wenn sich bei uns ein Tänzer beispielsweise für die Statisterie bewirbt, was auch durchaus vorkommt. Also wir haben tatsächlich auch in der Kartei auch professionelle Tänzer dabei, die bereit sind, Statistenjobs zu machen, oder auch wirklich auch Schauspieler teilweise, die dann einfach sagen, solange ich kein anderes Engagement habe und wenn es zeitlich passt, mache ich auch gerne mal Statisterie. So wie eben auch Rechtsanwälte das eben auch machen. Also wir haben alle Berufsgruppen. Und letztendlich, wenn die Profession desjenigen in irgendwas reinpasst, dann wird das natürlich auch gnadenlos verbraten. Das ist ja klar. Nicht? Ja. Wenn sich ein Tänzer bewirbt und es gibt eine Rolle, wo Tanz verlangt ist, dann frage ich natürlich zuallererst die Leute, die als bisschen tanzen können, die tanzen können oder tanzen wollen auch durchaus oder so. Nicht? Danach geht es dann eben einfach. Und was kann ein Statist dann machen, wenn er eine Aufgabe bekommt, die er vielleicht nicht so gerne machen möchte? Also diese vielen Dinge wie wenig Kleidung soll er anziehen oder solche Dinge, werden die ja sicher gefragt. Also ja, natürlich, klar. Letztendlich ist es so, dass jeder Statist zu jeder Zeit sagen kann, mache ich nicht, möchte ich nicht machen, und damit dann natürlich quasi in der ersten Probe dann, oder wenn er das so erfährt, was die Aufgabe ist. Naja, kann es natürlich jederzeit machen, aber dann besteht natürlich die Gefahr, dass man dann in dem Moment sagt, ja, dann können wir dich leider hier für dieses Stück zumindest nicht weiter beschäftigen. Nicht? Das ist dann eine Abwägungsfrage. Es ist mitunter etwas schwierig, beispielsweise wenn ein Regisseur sich eine ganze Menge Leute aussucht. Das hatten wir auch schon mal den Fall. Dann haben wir geprobt wie die Wilden über Wochen und dann hat er am Ende gesagt, ja, ich hätte aber gerne, dass ihr nackt auftretet. Ah ja, genau, oder das meinte so. Dann ich, ist es natürlich sehr schwierig, weil dann natürlich die Statisten dann eine gewissen Probenvorsprung haben und möchten, den sie natürlich auch ausnutzen können. Ja. Aber letztendlich ist hier niemand gezwungen, irgendetwas auf der Bühne zu tun, was er nicht gerne machen möchte. Und kannst du als Leiter der Statisterie auch sagen, bis dahin darf ich denen das zumuten und das muss dann ein Tänzer oder ein Schauspieler oder jemand anderer machen? Also gibt es da so eine Grenze, wo du dich dann einmischt? Ja, es gibt keine klare Grenze leider. Nicht? Es verwischt manchmal sehr. Wir haben manchmal auch Fälle gehabt, dass beispielsweise Tänzer engagiert worden sind und gleichzeitig auch Statisten.
und dass dann ein Choreograf kam und mit den Tänzern und den Statisten Tänze einstudiert hat. Und dann war es natürlich so, dass ich dann auch sagen musste, ja, das kann es jetzt auch nicht sein. Oder Sprechrollen oder solche Sachen. Genau, das haben wir zum Beispiel jetzt in der Fledermaus von Rolando Villazón, wo kurzfristig ein Statist besetzt wurde, also ein Kollege der Statisterie, für die Rolle des Ivan und also richtig mit Text. Und der hat da eine richtig im Programmheft genannte solistische Rolle, die auch entsprechend dann honoriert wird und auch so gewürdigt wird. Aber die dürften das von deiner Seite aus machen, wenn das passt. Ja, theoretisch kann man ja an Statisten jede Anforderung stellen, nicht? Das ist schon klar. Aber es sind natürlich auch ja mitunter mal Dinge, wo man dann sagt, nee, das kann man jetzt einfach wirklich nicht verlangen oder so. Das, geht was nicht. Waren denn so die Aufgabenstellungen an dich, die so ganz spektakulär oder schwer zu lösen waren? Gab es denn da wahrscheinlich in den vielen Jahren sicherlich auch etwas? Ja, das sind meistens so spezielle Typen, die dann verlangt werden möglicherweise. Also ich erinnere mich an meine verzweifelte Suche am Anfang meiner Zeit, als ich noch nicht so viel Kontakte hatte wie heute, als dann bei verschiedenen Vorstellungen wurden dunkelhäutige Kinder verlangt. Und das war manchmal nicht so leicht, die zu bekommen. Und dann lauerte ich mitunter auf irgendwelchen Straßen mehr oder weniger und sprach dann irgendwelche Mütter an, die dunkelhäutige Kinder hatten, ob das Kind nicht Lust hätte, in der Oper zu arbeiten. Das war mitunter recht schwierig und ein bisschen unangenehme oder lustige Situation war auch noch, als für die Italienerin in Algier in der Inszenierung von Jérôme Savary wurde ein dicker Mann, ein dicker Statist verlangt für die Rolle des Eunuchenchefs. Das klang ja schon mal sehr lustig und ich rief dann natürlich alle meine beleibteren und dickeren Herren an, die dann zu einem Casting kamen und dann bei dem Casting zu ihrem großen Erstaunen hörten, was sie lange nicht gehört hatten, dass sie leider für die Rolle nicht dick genug seien. Ach Gott, ja. Und dann war ich natürlich schon relativ verzweifelt letztendlich und hatte keine Idee mehr, wo ich einen noch dickere Leute, ich fand die damals schon sehr dick alle, herbekommen sollte und saß mit dem Regieassistenten in der Kantine und beim Glas Bier haben wir dann so quasi unsere Gedanken schweifen lassen und in dem Moment kam der Koch um die Ecke und der war zu der Zeit wirklich, das war also der Eunuchenchef in dem Moment, wir beide starrten ihn an und dachten, das ist er, das kann niemand anders machen und dann war es mir natürlich super unangenehm, wie komme ich an den ran, dann habe ich unseren damaligen Kantinenpächter angesprochen, ob ich den fragen dürfe, weil der ja da einen festen Job hatte in der Kantine als Koch. Er sollte uns ja bekochen eigentlich. Der Kantinenpächter hatte nichts dagegen. Und dann bin ich also schweißgebadet zu dem guten Herrn gegangen und habe dann so rumgestammelt. Ja, wir suchen für eine Produktion bei uns einen etwas beleibteren Herrn. Und der soll den Eunuchenchef. Und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, sag doch gleich, du suchst einen super dicken Typen. Und natürlich mache ich mit. Und wirklich hat er mitgemacht? Der hat mitgemacht. Also fast alle Vorstellungen. Der war in wirklich super Typ. Das hatte sich dann auch herausgestellt, dass der wohl auch mal einen Film mit Rainer Werner Fassbinder gedreht hatte und so. Der war super interessiert, war ein ganz toller Typ und hat uns dann immer ganz toll bekocht, insbesondere die Statisten natürlich. Das ist eine süße Geschichte. Und sag mal, die bleiben oft sehr lange bei euch, ne? Ich glaube, im Förderkreis gibt es auch Mitglieder, die schon als Kinder Statisten waren und immer noch davon erzählen und bis ins hohe Alter das gemacht haben? Also ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht genau, derjenige, der am längsten bei der Statisterie der Deutschen Oper ist, das ist jetzt, glaube ich, über 60 Jahre inzwischen. Der hat als 14-Jähriger oder so angefangen, auch mal mit Ballett oder was in der Richtung, Ballettschule hier am Haus oder nicht hier am Haus, das war ja dann noch, glaube ich, Kantstraße oder so in der Städtischen Oper, bevor es hier in die Deutsche Oper ging. Also über 60 Jahre sind doch also einige dabei. Also länger als du, das über, ist ja wirklich natürlich, wahnsinnig. Ja, über 50 Jahre dabei sind noch ein paar Leute dabei. Und ich finde es dann auch immer sehr schön, wenn dann jemand seine Kinder hierher bringt und wenn dann irgendwann diese Kinder dann deren Kinder auch wieder bringen. Also wir haben teilweise auch schon 3 Generationen auf der Bühne gehabt. Und auch mal zusammen auf der Bühne? Ja. Ach nein, wie nett. Doch. Ja, das ist das ging super auch nett. In Stücken. Und was kann man sagen, wenn man jetzt so zurückschaut? Du kannst ja auch schon ein ganzes Stück zurückschauen. Hat sich da in der Zeit was verändert? Also in der Oper an sich, aber auch für euch als Statisten und Statistinnen? Ja, nein, also die Anforderungen an Statisten haben sich schon sehr verändert. Als ich noch anfing, da war ich 16 Jahre, bin zur Schule gegangen und ich sage immer, also wenn ich damals Statisterieleiter gewesen wäre, ich hätte mich nicht genommen. Weil ja, mit Schülern ist es sehr, sehr schwer, weil man die natürlich für die Proben nicht so bekommt. Weil und die haben in die Schulpflicht und so. Und wir haben mittlerweile, und das ist eben, das hat sich sehr verändert, inzwischen
sehr, sehr viele Proben tagsüber, auch vormittags, wo wir die Statisten brauchen. Das war in der Zeit, als ich anfing, noch nicht in dem Maß so. Da gab es viele Stücke, wo man am Nachmittag mal eine Probe haben konnte. Das war dann aber eher auch selten. Aber es gab auch viele Stücke, in die man die Leute dann damals einfach, wir sagen immer, reinschmeißen konnte, wo man mit einer kurzen Einweisung oder einer ganz kurzen Probe vor der Vorstellung denen sagen konnte, ah, du gehst da einmal quer rüber oder du stehst da in der Ecke und machst dann das und das. Und das ist heute also seltener der Fall. Also wir haben inzwischen kaum noch Stücke, wo die Statisten nicht proben müssen. Also wo ich Leute beschäftigen kann, die tagsüber keine Zeit haben. Die einen anderen Job machen zum Beispiel und dann als Hobby sozusagen diese Sachen machen. Ja, für dich war das ja kein Hobby. Ich habe ganz kurz erzählt, dass du eigentlich direkt nach deinem Statistendasein und Schule hierher gekommen bist. Das stimmt aber ja gar nicht ganz, weil du hast ja zwischendurch noch studiert. Willst du noch mal erzählen, wie da der Weg war, damit wir so deine ganze Person verstehen? Ich habe, wie gesagt, mit 16 angefangen, neben meiner Schulzeit in der Statisterie mitzuwirken. Dann hatte ich überlegt, was ich studiere, ob das Ägyptologie sein würde oder Theaterwissenschaften. Ägyptologie trieb man mir aus, Theaterwissenschaften reichte der Numerus Clausus leider nicht. Und dann sagten meine Eltern, ach, mach doch erstmal was anderes, kannst dich ja mal bewerben. Das war dann für die Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung im Bereich Sozialversicherung. Da kann ich mich dir gar nicht vorstellen, wie du da hingepasst hast. Das ging eigentlich ganz gut. Das war, ja, also ich hatte mehr oder weniger alles getan, um das Vorstellungsgespräch zu versieben, aber man hat mich trotzdem genommen und bei der Einstellung haben sie dann noch zu mir gesagt, oh, wir sehen gerade darstellendes Spiel, waren sie ganz toll und sie arbeiten an der Oper. Naja, Theater können sie ja später dann immer noch machen, erstmal arbeiten sie bei uns. Und das hast du dann genau so gemacht? Dann habe ich dieses Studium gemacht, drei Jahre, und dann war ich 5 Jahre tatsächlich noch bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, so hieß das damals noch, das ist heute die Rentenversicherung, war ich als Sachbearbeiter dann, habe dann gearbeitet und habe dann gleitzeitmäßig 17:45 angefangen häufig, um dann um 15 Uhr gehen zu können, um dann pünktlich abends in der Oper zu sein und dann nach der Vorstellung nach Hause schnell schlafen, morgens 17:45 wieder los. Und so ging das dann ein paar Jahre. Also die Leidenschaft erkennt man daran, auf jeden Fall schon. Was fasziniert dich denn eigentlich so an diesem Statistsein und an dem, was du machst? Es ist natürlich in erster Linie mal in andere Welten reintauchen, viel natürlich auch Kostüme, mal andere Sachen anhaben, Dinge, die man sonst nicht so trägt. Und dann natürlich der Nervenkitzel auf der Bühne im Rampenlicht zu stehen. Natürlich die tolle Musik, die tollen Sänger, die irren Künstler, die um einen herum agieren. Mhm. Und das ist natürlich ein Wahnsinns-Gesamtprogramm. Ich sage immer, es gibt letztendlich ja keinen so tollen Arbeitgeber wie die Deutsche Oper. Ein Arbeitgeber, der einem, um die Arbeit zu versüßen, noch ein Orchester engagiert und auch noch Sänger. Das hat man ja nicht überall. Das hat man nicht überall. Das ist natürlich Spaß. Das habe ich verstanden. Jetzt, was ist im Moment denn eure Hauptaufgabenstellung, wenn wir jetzt in den Rest der Saison noch schauen? Ich glaube, es kommt noch die Sizilianische Vespa. Seid ihr da involviert? Ja, und Schatzgräber und diese Sachen? Also Sizilianische Vespa haben wir eine ganze Reihe Herren drin, die kräftig sein müssen, weil wir werden da überwiegend als technische Aushilfen gebraucht. Wir hatten bei demselben Regie-Team auch schon mal in Le Prophet ähnliche Aufgaben gehabt, wo dann Bühnenbildbewegungen, also von großen Bühnenbildteilen. Das macht auch ihr? Das kann vorkommen und in dem Fall passiert es auch. Ja, das ist richtig. Das werden auch Statisten sein, weil die Statisten bekommen wir im besten Fall immer für alle Proben. Und das ist bei der Technik, die dann in verschiedenen Schichten arbeiten müssen, dann eben manchmal etwas schwierig. Und deshalb greift man da ab und an gerne auf Statisten zurück. Wir haben auch noch Dornröschen beispielsweise, da haben wir auch eine Reihe Statisten drin, die als Pagen und als Hofgesellschaft fungieren werden. Im Ballett. Richtig, genau. Also Ballett wird auch teilweise von uns getanzt. Aber ich möchte gerne nochmal bei der Sizilianischen Vespa bleiben, weil wir wissen ja noch nicht so genau, was Oliver P. sich ausgedacht hat. Kannst du ein bisschen was erzählen? Schon habt ihr schon erste Ideen, Konzeptionsgespräch, hast du schon ein bisschen was gesehen? Nein, habe ich jetzt noch nicht viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber sind viele Statisten dabei? Naja, es kommt jetzt darauf an, wie viel wir dann wirklich brauchen. Ja. Also angefordert waren 12 Leute. Ich habe mir jetzt aber mal das Bühnenbild angesehen und das ist in der Größe und in den Formen doch sehr ähnlich von Le Prophet. Und da hatten wir 16 Herren da, die wir gebraucht hatten, um diese Teile in der Gegend rumzuschieben. Aha, also sichtbar sind die Statisten gar nicht. Die werden schon teilweise sichtbar sein, sicherlich. Ja. Aber die Hauptaufgabe wird das Technische sicherlich sein, nicht? Ansonsten vielleicht kleinere Auftritte oder natürlich, um an die Teile zu kommen, werden die natürlich auch auftreten müssen und sichtbar sein und dann auch natürlich Kostüme erhalten in irgendeiner Form.
Ja, und gibt es sonst noch was? Was haben wir noch? Meistersinger dann? Meistersinger habe ich bisher noch nichts gehört mit Statisten, was mich ein bisschen wurmt, weil ich Wagner sehr gerne mag. Das und weiß natürlich ich, gerne du bist dabei. Ja auch ein großer Bayreuth-Fan. Ja, ja, gerne dabei wäre, aber das wird dann wahrscheinlich weltweit die erste Meistersinger-Inszenierung ohne Statisten sein. Ich bin sehr gespannt, aber meistens ist es dann so im letzten Moment, werden dann doch noch Statisten dann gebraucht. Jemanden doch noch ein. Aber es ist natürlich schon ein großer Unterschied zu der letzten Meistersinger-Inszenierung, die wir hatten, von Götz Friedrich, die war ähnlich wie La Bohème ausgestattet mit über 100 Leuten, also über 100 Statisten. Das war dann immer eine ziemliche Herausforderung, die alle auf die Bühne zu kriegen und zu organisieren. Jetzt ist uns nur noch die Bohème geblieben mit dieser Riesenanzahl. Und ansonsten bei den meisten Stücken schwankt die Anzahl dann so zwischen 10 und vielleicht mal 40 Leuten, also unterschiedlich. Aber ganz so groß war es in den letzten Jahren dann nicht mehr. Verstehe. Aber das kann auch kurzfristig. Was an den Regisseuren liegt. Gibt es da irgendwie einen Trend bei der Regiearbeit? Weil wenn du sagst, es wird mit weniger Statisten gearbeitet oder nimmt man andere? Na, also was mir auffällt, ist, dass häufig jetzt bei neuen Produktionen gerne Tänzer abgefragt werden. Die werden dann allerdings durch das Opernballett in der Regel gestellt. Das sind dann auch professionelle Tänzer, die dann Verträge bekommen. Und die sind natürlich dann, wenn sie einen Vertrag haben, noch flexibler und geknechteter als Statisten, weil da muss man also weniger Absagen befürchten. Und natürlich haben die eine ganz andere Profession, das ist ja ganz klar, dass die da noch anders arbeiten können. Ja. Das wird jetzt inzwischen sehr viel gemacht. Ja, und ansonsten ist es halt so, was mir eben wirklich auffällt, dass Statisten inzwischen, wenn Statisten verlangt werden, oft über den ganzen Abend Auftritte haben, viele Auftritte, während das früher oftmals, dann waren es ein oder zwei Auftritte am Abend, den Rest saß man in der Kantine und wartete auf den nächsten Auftritt oder aber auf der Seitenbühne und konnte zuhören. Das war natürlich auch noch eine gute Möglichkeit. Aber kann man denn sagen, dass wenn die Anforderungen so steigern, dass man als Statist auch einen Beruf hat, von dem man dann leben kann? Also kann man das so gestalten oder muss man tatsächlich nochmal nebenbei ein bisschen gucken. Ja, das kommt auf die persönlichen Ansprüche an, würde ich mal sagen. Ja. Also es gibt einige wenige Statisten, die tatsächlich überwiegend davon leben, manchmal auch in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. Ja. Das sind aber relativ wenig Leute eigentlich. Und jetzt gerade so eine Situation, wie wir jetzt hatten mit dieser Corona-Krise, hat das dann viele Statisten, die das hier hauptberuflich gemacht haben, oder hauptberuflich kann man ja eigentlich nicht mal sagen, oder die nicht viel anderes hatten, hat das also besonders hart getroffen, muss man einfach sagen. Die standen dann wirklich vor dem Nichts. Da sind ja auch eine Menge Leute dabei, die auch so ein bisschen als Kleinkünstler sonst wo auftreten. Und das fiel ja auch alles weg. Letztendlich ist eine Mischung immer gut, wenn man einen flexiblen Arbeitsplatz hat oder irgendwo anders noch Geldquellen, ob das Eltern sind oder reiche, reiche Erblasser. Okay, ja, das ist natürlich immer günstiger, ja. Aber ist das so, dass die Statisten, die bei uns engagiert werden, auch an der Staatsoper sind oder an der Komischen oder sind die eigentlich nur bei uns? Nein, das passiert durchaus. Also es gibt ein paar wenige Leute, die an zwei oder ich glaube ganz selten auch drei Häusern beschäftigt sind. Das führt immer zu ein bisschen zu Schwierigkeiten, wenn Vorstellungen oder Proben parallel sind. Ja. Wo sage ich jetzt gerade ab? Was ist wichtiger? Was hält der Statist für wichtiger? Was hält der Statisterieleiter für wichtiger? Das kann sehr schwierig sein. Wir hatten allerdings auch schon Fälle gehabt, wo dann Leute zwischen den Häusern am Abend hin und her gereist sind, also in der Staatsoper beispielsweise den ersten Akt gemacht haben und bei uns dann den dritten und den zweiten haben sie in der U-Bahn verbracht. Quasi, also von also sowas, es ist erlaubt, aber es ist wahrscheinlich schwierig zu organisieren. Es ist nicht ganz einfach zu organisieren. Es gibt ein paar Leute, die können das ganz gut, aber es führt mitunter dann doch zu, zu Ärger. Deshalb, ich habe es nicht so gerne. Und wer ist denn euer jüngster Statist? Wie alt ist der? Also der jüngste, also mit sechs Jahren. Nicht? Also wir haben auch Kinder in der Statisterie. Ja. Man darf mit 6 Jahren anfangen zu arbeiten. Das ist tatsächlich ein richtiges Arbeitsverhältnis. Mhm. Und für Kinder müssen dann tatsächlich auch Arbeitserlaubnisse beantragt werden, weil Kinder ja noch unter das Jugendschutzgesetz fallen. Und da muss das Landesamt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit nach Einwilligung von verschiedenen Stellen muss dann eine Ausnahmegenehmigung erteilen für die Arbeit. Mhm. Das ist sehr beobachtet und relativ streng, aber bisher haben wir es immer noch geschafft, Das wird also beantragt und dann schuften die Kinder bei uns auf der Bühne. Aber mit großer Begeisterung, kann ich mir vorstellen. Es war jetzt tatsächlich auch so, dass also wohl ein riesiger Jubelschrei durch die Kinderstatisterie ging, als es hieß, Bohème wird doch wieder aufgeführt, weil die Kinder das besonders gerne mögen, kandierte Äpfel und Mandeln und Süßigkeiten auf der Bühne zu bekommen. Die, wie ich heute gelernt habe, tatsächlich alle echt sind. Also das sind echte Äpfel und echte Maronen oder Mandeln. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja,
genau. Das wird also auch durch die Requisite gestellt und auch frisch zubereitet und gibt immer noch einen besonderen Anreiz, auf der Bühne was zu essen. Das ist immer besonders nett. Ja, Zeit, dass wir das nochmal versteigern im Förderkreis, eine Statistin auftritt. Also für hungrige Förderkreismitglieder beispielsweise. Ja, ganz genau. Carsten, wir sind schon fast am Ende so unseres Duetts und da frage ich ja immer unsere Gäste, was waren denn die schlimmsten oder schrillsten oder schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit der Tätigkeit? Also was fällt dir ein, wenn du an was Schlimmes oder Schönes oder Schrilles denkst? Ja, also schöne Sachen kann ich gar nicht sagen, weil da gibt es so viel, da kann ich mich jetzt echt nicht entscheiden, wirklich nicht. Aber so ein paar schrille Sachen, wenn es auch mehr sein dürfen, kann ich natürlich durchaus sagen. Also das hat aber mit meinen eigenen Auftritten dann eher zu tun, ehrlich gesagt, denn als Statisterieleiter. Wir hatten mal eine Troubadour-Vorstellung, da habe ich mitgespielt und da musste ich als Page auftreten in einem tollen spanischen Kostüm und einer Rokoko-Perücke auf, die mir festgesteckt werden musste mit Nadeln und einem Stirnband. Und darüber musste ich noch eine Henkerkappe, so ähnlich wie beim Ku Klux Klan, tragen. Ja. Und damit machte ich dann einen Auftritt, stand vor einem Bild, musste eine Gitarre hochstrecken und einen Totenkopf und musste dann hinter dieses Bild gehen, musste mir hinter dem Bild diese Kappe absetzen, diese Henkerkappe, und musste dann sofort wieder auftreten, beziehungsweise das Bild fuhr auch nach oben und ich wurde sichtbar. Dann ging ich also dann hinter das Bild, zog mir diese Kappe vom Kopf und die Perücke blieb drin hängen. Und ich stand dann da also halb mit dem nackten Kopf quasi, mit dem Stirnband und den Nadeln drin und dachte nur so, ich sehe aus wie Frankenstein jetzt und robbte hinter ein reinfahrendes Pferd und zischte den Statisten zu, die da, ihr müsst jetzt für mich weitermachen. Ach, du hast dich hinter dem Pferd versteckt und bist genau, Pferd ich bin raus. Dann mit dem Pferd rausgerobbt dahinter, das war also, werde ich auch so schnell nicht vergessen. Und ist aufgefallen? Hast du es gemerkt? Ich habe niemanden gefragt. Du warst schnell weg. Also die Kollegen haben es natürlich mitgekriegt. Ich fürchte, das geht noch als böse Geschichte in der Statisterie rum. Und dann, also für mich sehr aufregend waren zwei Auftritte, war kurz, halbe Stunde vor Beginn Zauberflöte, kam der Sarastro nicht an und dann wurde ich so gefragt, ob ich den Sarastro nicht spielen könnte, weil sie hatten einen Sänger gefunden, der konnte das nur vom Blatt singen. Und da habe ich erst gedacht, nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein und so und habe mich nachher aber dann breitschlagen lassen. Und als ich gesagt habe, ja, ist okay, dann mache ich das halt. Sarastro ist jetzt ja nicht so die lange Rolle und nicht so groß und nicht so wahnsinnig viel zu spielen in dem Sinne. Also ja, man hielt es für möglich. Als ich dann ja gesagt hatte, wurde mir gesagt, ja, aber die Dialoge musst du dann schon selber sprechen. Ja, man muss und dann ja saß dann ich dann sprechen, den ganzen ersten Akt, also bevor der erste Auftritt war, in der Garderobe und habe dann also verzweifelt versucht, mir diese Dialoge noch einzuprügeln und war dann meinem Kurzzeitgedächtnis sehr dankbar, das also exakt bis zum Schluss der Vorstellung ausgehalten hat und danach hatte ich alles wieder vergessen. Aber du hast es geklappt. Du hast es geschafft, ja, das ist natürlich eine irre Geschichte. War ich auch mal sehr dankbar, hier auch einspringen zu dürfen und den Lohengrin in einer ähnlichen Situation spielen zu können. Als ein Sänger erkrankt ist und dann erfuhr ich, glaube ich, gegen 14 Uhr und um 17 Uhr oder so ging die Vorstellung los. Dann mussten Anproben gemacht werden und Perückenanprobe und dann wurde ich noch eingewiesen und eine Kampfprobe musste noch gemacht werden. Also es war ganz irre, ich konnte überhaupt gar nicht groß drüber nachdenken, sah mich also in dem Kostüm. Und nun war es mein Vorteil, ich kenne die Oper sehr gut, Gott sei Dank. Aber das war dann natürlich in dem Moment, als dann der Vorhang hochging und mein Auftritt nahte, stapfte ich genau mit diesen riesigen Flügeln, stapfte auf die Bühne hoch, kam oben an und hatte dann so das klassische Blackout und dachte so, um Gottes Willen, was musst du jetzt machen? Was war das Nächste, was du tun musstest? Ja. Und habe wirklich bei mir gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach nur nach links in die Garderobe rein, ziehe mich um, fahre nach Hause, schreibe meine Kündigung und betrete das Haus nie wieder. Das hast du Gott sei Dank nicht gemacht? Ja. Nee. In dem Moment kam dann die Erinnerung Gott sei Dank wieder und dann lief es Gott sei Dank. Aber das war schon sehr, also ja, ich habe die Nacht dann auch kein Auge zugetan. Das kann ich mir gut vorstellen. Und gab es sonst noch irgendwas Lustiges, wo Statisten nicht kamen oder falsch kamen? Oder? Da fällt mir noch eine schöne Geschichte ein, eines sehr speziellen Auftrittes, und zwar das von uns sogenannte Vogelmännchen im Troubadour in der Inszenierung von Hans Neuenfels, der ja sehr, sehr gerne und sehr ausgiebig und schön mit den Statisten gearbeitet hat. Und da hatten wir einen jungen Kollegen drin, der während der Leonora-Arie im zweiten Teil vor einem Vorhang stehen musste, direkt vorne an der Rampe. Und während die Leonora ihre große Arie sang, musste er da einen Todestrank abfüllen und ihr reichen und also alle möglichen Bewegungen machen und sonst was alles, also ganz vorne am Rand. Und wir hatten dann die erste Bühnenprobe, er machte das und also nach der Probe kam er zu mir ins Büro und sagte,
Carsten, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das mental nicht, das ist, bin ich zu nervös, das geht nicht. Und lag aber nicht am Kostüm mit den Vogelfedern. Nein. Also, achso, das Kostüm war eben genau. So, deshalb Vogelmännchen, das war in einem Mantel, also wunderschön aus ganz vielen Federn war das, deshalb hatten wir das Vogelmännchen genannt. Und jedenfalls war es so, dass ich den jungen Mann dann also versuchte irgendwie zu überreden, das dann doch zu machen und sagte dann, ja, ach, du machst das so super und ganz prima, musst doch keine Sorge haben und wir haben jetzt so viel Proben damit gemacht, das hat doch immer toll geklappt und so. Also ich habe dann, ich glaube, eine Stunde auf den eingeredet und versucht zu überreden und das, also ich, mir gelang es nicht und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du es aber bitte Herrn Neuenfels persönlich sagen. Und das ist so eine große Rolle und das musste ihm dann bitte schon persönlich sagen. Dann sind wir runtergegangen in den Zuschauerraum. Herr Neuenfels saß im Zuschauerraum. Ich bin dann auf ihn zu, ich sage, Herr Neuenfels, hier unser junger Kollege möchte Ihnen gerne was sagen. Und er sagte, ja, und ich schaffe das alles nervlich nicht und diesen Auftritt kann ich nicht machen. Und Herr Neuenfels mit seiner unvergesslichen Stimme sagte dann so, red doch keinen Scheiß, du machst das ganz toll. Jetzt geh auf dein Platz und mach den Auftritt und quatsch dich blöd. Und damit war die Sache erledigt. Und das, war, das hat gereicht. Hat den Auftritt dann weiterhin gemacht, hat auch ganz toll geklappt, wurde nie wieder gefragt. Wunderbar. Ja, es gibt immer wieder schräge Situationen oder auch schwierige Situationen, wo dann Leute irgendwie in der U-Bahn festhängen und man fragt sich natürlich, was macht man und wie kann man das besetzen oder was kann man da machen und so. Also das ist natürlich der alltägliche Nervenkitzel, der dahinter steckt. Nicht? Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele tolle Momente und also gerade eben mit den Statisten, die dann auch sich ja auch dem Haus sehr verbunden fühlen und auch den einzelnen Vorstellungen und so. Ich erinnere mich auch sehr gerne daran, dass zwei Statisten, also ein junger Mann und eine junge Dame, die mir als Pärchen bekannt waren, dann eines Tages zu mir kamen, vor irgendwie einem Tag vor einer Bohème-Vorstellung war das auch in dem Fall tatsächlich, und mir dann erzählten, dass sie also vorhätten zu heiraten oder beziehungsweise er erzählte mir das und er kam zu mir und fragte mich, ob es denn okay sei, wenn er auf offener Bühne während des zweiten Aktes seiner Braut einen Heiratsantrag machen dürfe. Und da habe ich gesagt, du, das ist doch in Paris sicherlich auch vorgekommen, warum nicht? Dann an einem Weihnachtsabend, dann mach das doch. Und dann hat er tatsächlich auf der laufenden Szene, es war sicherlich fürs Publikum nicht bemerkt, aber hat er seiner Braut den Heiratsantrag gemacht. In dieser Szene mit in den vielen... In dieser Szene, ja, zweiter Akt. Ach, das ist ja eine romantische Geschichte. Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte zum Rausschmeißen sozusagen. Und Carsten, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Gut, dass du den Schwanenritter durchgestanden hast und nicht gekündigt hast und hier geblieben bist. Ich hoffe, du bleibst noch sehr lange hier und wir werden noch viel von euch sehen. Ich freue mich auf eure nächsten Einsätze. Sehr gerne. Danke für deine Zeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch viele schöne Abende in der Deutschen Oper Berlin. Wir hören uns wieder beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank, Carsten, und bis bald. Bis bald. Ja, danke.